Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Megional, liebe Zuschauer. Heute haben wir für Sie Handball in Marienberg dabei und der erste mittelsächsische Wirtschaftstalk im GIZEF in Freiberg wird ein Thema sein. Und zum Abschluss unserer Sendung beschäftigt sich Thorsten Lange mit dem Glück auf TV Regionalwetter. Also, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder. Die Marienberger Karnevalisten feiern Geburtstag und ihr seid herzlich eingeladen. Am 10. Februar ab 18.30 Uhr in die Stadthalle Marienberg. Unter dem Motto Hossasa und Fastisau 40 Jahre MCV gibt es ein knallbuntes Programm und natürlich darf die aktuelle Kamera nicht fehlen. Karten im Vorverkauf gibt es beim Bürofachhandel Blasius. Übrigens, am 11. Februar ist ab 14 Uhr Kinderfasching. Hier ist der Eintritt frei. 40 Jahre MCV. Feiert einfach mit. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Dienstagabend, den 6. Februar 2024. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Sportlich steigen wir heute in die Sendung ein, denn am vergangenen Wochenende fanden die Spiele der Damenmannschaften des HSV 1956 Marienberg in ihrer Heimspielstätte statt. Wir waren dabei und berichten darüber, ob die Spiele erfolgreich verliefen. Am 3. und 4. Februar wurde in der Marienberger Sporthalle am Goldkindstein wieder Handball gespielt. Zunächst hat der Nachwuchs die Platte für die Frauen aufbereitet. Am Nachmittag haben die B-Juniorinnen gegen den MSV Dresden ihre Tabellenführung in der Sachsenliga gefestigt. Mit einem klaren 23:15 sind die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Auch am Sonntag konnten sie gegen den bisher ungeschlagenen SV Union Halle-Neustadt einen knappen, aber dennoch beachtlichen 28:25 Heimsieg im mitteldeutschen Handballpokal landen. Unter Trainer Chris Tippmann sind die Jugendlichen zu einer starken Mannschaft gereift. Interimsweise leitet der Marienberger auch das Training der Frauenmannschaft. Diese war am Abend des 3. Februar an der Reihe. Im Erzgebirgsderby konnten die Gastgeberinnen den 6. Heimsieg in Folge landen. Dank einer erneut sehr guten Teamleistung hat die Frauenmannschaft des HSV 1956 Marienberg die Besucher überzeugt. Dabei wurde kein geringerer als der amtierende Sachsenmeister SV Schneeberg unerwartet deutlich mit 35:28 bezwungen. Damit bleibt der SV Tabellenfünfter durch sein besseres Torverhältnis vor dem punktgleichen HSV.
Beide Teams haben durch die unerwarteten Niederlagen vom HC Rödertal 2 und der SG Klotzsche sogar noch die Chance, um Bronze mitzukämpfen. Bevor diese positive Bilanz gezogen und der Sieg lautstark bejubelt werden konnte, bekamen die zahlreichen Fans wieder ein torreiches und bis zuletzt hart umkämpftes Sachsenliga-Erzgebirgs-Derby zu sehen. Liga Leonhard tritt wieder an. Die HSV-Damen starteten dabei sehr gut. Der Meister konterte und ging mit 7:5 in Führung. Nach dem letztmaligen Gleichstand zum 9:9 in der 15. Minute zogen die Gastgeberinnen bis zur Pause mit 20:13 davon. Obwohl die Gäste niemals aufgaben und mehrmals auf 5 Tore herankamen, ließen die Marienbergerinnen nichts mehr anbrennen. Ihre Torschützenbesten des Tages waren Lena Kumich, Vivien Dresel, Nikola Holetschkova und Leonie Tinney. Beim SV war es Linda Leonhardt. Die HSV-Verantwortlichen auf der Bank waren logischerweise mit dem weiteren Erfolg und der gezeigten Leistung ihres Teams sehr zufrieden. Nun, liebe Zuschauer, widmen wir uns einem Thema, das für den Erfolg von Unternehmen in unserer Region von entscheidender Bedeutung ist. Und zwar die Vernetzung und Zusammenarbeit. Und zu diesem Zweck trafen sich kürzlich Unternehmer aus den verschiedensten Branchen im GIZEF in Freiberg zum ersten mittelsächsischen Wirtschaftstalk. Wir vom Glück auf TV-Team hatten das Vergnügen, diesen Abend mit aufzuzeichnen und wollen Ihnen nun einen Mitschnitt des Wirtschaftstalks zeigen. Am 1. Februar 2024 fand in Freiberg im GIZEF das Zentrum für Innovation und Unternehmertum der erste mittelsächsische Wirtschaftstalk statt, der Unternehmer und Personalvertreter aus der Region zusammenbrachte. Die Teilnehmer profitierten von einem Vortrag der Gastrednerin Michelle Euse, deren Worte nicht nur informative Einblicke in aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen boten, sondern auch zur Inspiration und Reflexion anregten. Michelle, wir sind heute hier in Freiberg im GIZEF und du bist, ich nenne es mal, der Hauptact bei einem Vortrag. Worum wird es gehen? Naja, es wird um das Thema Diversity Management gehen. Na, mein Name ist Michelle, ich war lange Zeit in Konzernen und das, worum es mir geht, wirklich ist auch bis hin zu kleineren Unternehmen, deswegen freue ich mich sehr, auch gerade in diesem Rahmen heute zu sein, festzustellen und festzuhalten, Diversity, Vielfalt, ist keine gute Tat, ist auch kein Kompromiss, sondern es geht wirklich um den Unternehmenserfolg. Na. Wie aktuell ist dieses Thema denn? Höchst aktuell. Also ich denke, wir reden ja darüber seit 3-4 Jahren so sehr, sehr intensiv. Aber manchmal, ich würde sagen, mit der falschen Tonlage. Na, also es klingt ein bisschen dogmatisch, na, wir müssen alle, und es klingt auch ein bisschen naiv, na, bunt ist schön und so weiter. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht in Unternehmen. Das, worum es geht, ist tatsächlich, dass wir einen fahrenden Führungskräftemangel haben. Das, worum es aber auch geht, ist, dass wir Potenziale schon im Unternehmen haben, die überhaupt nicht komplett ausgeschöpft werden, weil Homogenität herrscht, weil man richtig dazu gehört, nur wenn man im Konsens bleibt. Und das ist überhaupt nicht das, was Unternehmen heutzutage bei der Komplexität, die wir haben, weiterbringen wird. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir die Kompetenz aufbauen und dass Führungskräfte, dass Unternehmensinhaber und Inhaberinnen lernen, wirklich zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir ein bisschen mehr Friktion haben, intellektuell, dass wir auch ein bisschen mehr Kontroverse haben, dass wir mehr Ideen auf die Straße bringen, verschiedene Perspektiven auch zulassen und vor allem ja, das aufbringen letztlich, na, um bessere Entscheidungen zu fällen und bessere Lösungen zu bekommen und am Ende auch lukrativer zu sein. Und das ist alles auch belegt durch Statistiken. Was erwartest du dir von diesem Abend heute hier? Austausch. Ich bin zwar eine Keynote-Speakerin und eine Rednerin, also insofern sende ich einiges. Ich bin sehr, sehr, ja, ein Stück weit will ich ja was verändern, ich will einen Impact haben, aber dieser Impact, der funktioniert ja nur,
wenn man andockt. Es funktioniert nur, wenn beim Gegenüber etwas ausgelöst wird, wenn Fragen ausgelöst werden, wenn Gesprächsbedarf ausgelöst wird. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir im Nachgang, direkt im Anschluss im Prinzip, auch die Möglichkeit haben für einen Austausch. Na? Und hinterher auch noch das Get-Together in dem Zelt da drüben, habe ich gesehen. Und mit noch mehr Möglichkeit, letztlich auch Zweiergespräche oder in kleineren Gruppen Gespräche zu führen. Darauf freue ich mich. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir toi, toi, toi. Merci, Tobias. Danke. Nach dem Vortrag gab es eine Gesprächsrunde, an der sich sowohl Unternehmer als auch Landrat Dirk Neubauer zu Wort meldeten. Dankeschön. Mein Name ist Michael Richter. Ich arbeite bei der IBT GmbH hier in Freiberg und sitze jetzt seit 12 Jahren im Rollstuhl und bin jetzt seit fast 7 Jahren im Unternehmen tätig. Und aus meiner Erfahrung her, so offen wie ich dort aufgenommen wurde, der Rollstuhl wurde komplett ausgeblendet. Man hat mich nur als Bürger, als Person wahrgenommen, was mir bis dahin noch nie zu Ohren kam. Von anderen Arbeitgebern, oh, Rollstuhl, was kann er, müssen wir sensibel betrachten. Und da muss ich meinen Chef schon mal danken, Dr. Robert Eder. Das ist wirklich, wir haben im Unternehmen eine Kultur geschaffen von Toleranz und Akzeptanz. Ich kann mich nur bedanken. Danke, Robert. Marco Morode von der Netzmilch, ja? Direkt Nachbar hier drüben. Und zwar habe ich eine Arbeitgebermarken-Unternehmen, also mache Employer Branding. Mhm. Und einfach nur kurz als Impuls, Sie glauben gar nicht, wie wichtig dieses Thema Offenheit ist und Unternehmenskultur mir auch begegnet. Und auch dieses Thema Verlernen, dass dann große Unternehmer dastehen und sagen, ja, wir machen das aber schon immer so. Und nee, das können wir nicht so ändern, das darf man nicht sagen. Mhm. Und auch die Kollegen bei dem Videodreh dann ganz, ja, aber wir reden sächsisch. Ja, wir sind ja auch in Sachsen. Dann können Sie auch gerne im Recruiting-Film offen und ehrlich sein, dass Sie sächsisch reden. Ja. Weil zum Bewerbungsgespräch kommen die auch und dann sprechen Sie auch sächsisch. Einfach nur so kurz als Impuls. Das ist ein Thema, was unglaublich wichtig ist und mir so oft, jeden Tag einfach mich betrifft quasi. Genau. Und Dankeschön fürs Teilen. Sehr schöner Vortrag. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Dirk Neubauer, ich bin Landrat hier, bin ja vorhin schon begrüßt worden. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie alle da sind und keine Angst, das wird keine politische Ansprache, aber ich möchte mich wirklich bedanken für diesen Blick über den doch recht hohen Tellerrand, den wir hier haben. Danke. Und alles, was ich jetzt sage, dürfen Sie gerne auch persönlich nehmen, alle wie wir hier sitzen, aber ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo wir alle in Verantwortung stehen, mal drüber nachzudenken, ob wir auf dem richtigen Pfad sind. Und das meine ich wirklich ausdrücklich überhaupt nicht politisch. Ich meine das eher mit dem Blick auf Offenheit, auf Veränderungsbereitschaft, auf Innovationsfreude. Also ich nehme wirklich mal ganz bewusst solche Begriffe. Gar nicht, ich bin überhaupt nicht im Politischen, gar nicht null. Aber wir müssen wirklich aufpassen. Wir werden so langsam wahrgenommen. Ich bin ja relativ viel auch außerhalb von Sachsen unterwegs. Wir werden wirklich inzwischen ein bisschen wahrgenommen als engstirnig, innovationsfeindlich, und das sind wir tatsächlich streckenweise, auch in vielen, vielen Bereichen sind wir das inzwischen. Wir lehnen aus dem Bauch heraus ab, wir wollen, dass alles bleibt, wie es nie war. Und das hat was damit zu tun, dass wir gerade in einer unglaublichen Krisenüberlagerung unterwegs sind, dass alles sehr anstrengend ist, aber wir sollten uns vielleicht auch irgendwie darauf besinnen, was wir können. Und wir sollten vielleicht uns auch darauf besinnen, dass wir Leute von außen brauchen. Wir haben die Zahlen, ich will sie heute nicht langweilen, aber wir werden in den nächsten Jahren ein fünfstelliges Defizit an Arbeitskräften im Landkreis Mittelsachsen haben, nur in Mittelsachsen. Und Sie alle, wie Sie hier sitzen, wenn Sie in unternehmerischer Verantwortung sind, haben jetzt ein Fragezeichen im Kopf. Wo kriegen wir Leute her? Jetzt können wir Sachsen-Anhalt überfallen? Da fehlen uns die Mittel. Aus Bayern wird es keine Masseneinwanderung geben, ich wüsste nicht warum. Und auch die hätten ja dann theoretisch in unserem Blick Migrationshintergrund, weil sie unsere Sprache nicht sprechen. Sehen, ich versuche das ein bisschen. Aber mal wirklich ganz im Ernst, wir müssen uns bestimmten Themen einfach öffnen. Wir müssen unsere Vorbehalte überprüfen und wir müssen wirklich ein Stück weiter nach vorn denken. Und wir dürfen künftig keine Angst mehr dafür haben oder davor haben, dass wir Ziele anpeilen, die irgendwo da am Horizont sind und uns noch nicht vollständig klar ist, wie der Weg dahin ist. Der muss nicht asphaltiert sein, ich muss den auch nicht 5 Jahre diskutieren,
fünf Jahre diskutieren, was in sechs Jahren möglicherweise passieren könnte, sondern wir müssen einfach losgehen. Und wenn wir das hinkriegen, wir sehen, glaube ich, gar nicht mehr, welche Möglichkeiten wir hier haben. Also ich habe in einem Jahr knapp 150 Unternehmen im Landkreis besucht. Mindestens die Hälfte hatte ich noch nie gehört. Bei manchen Sachen habe ich gedacht, wie geht das, dass ich das nie erfahren habe? Und ich halte mich wirklich für einigermaßen politisch interessiert und wirtschaftlich interessiert. Und ich wohne auch nicht weit weg von Freiberg. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass ohne ein Unternehmen, in dem wir hier gerade zu Gast sind, es eigentlich kein iPhone gäbe. Das sagt Ihnen aber auch keiner. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt. Das ist das Letzte, was ich eigentlich sagen würde. Wir sollten auch vielleicht ein bisschen Stolz entwickeln und ein bisschen Selbstbewusstsein und uns mal vor Augen führen, dass wir was können. Wir haben im Landkreis unglaublich tolle Unternehmen. Wir haben zwei Hochschulen, also eine Universität, eine Hochschule, international strahlend in vielen Themenbereichen. Wir haben Unternehmen, die international in Supply Chains drinstecken, wo viele, viele tolle Dinge auf diesem Planeten nicht existieren würden, wenn es das hier nicht gäbe. Aber wir tun so, als würden wir morgen alle sterben. Und irgendwas stimmt da nicht und irgendwas stimmt da auch mit uns nicht. Und das ist mein Input heute und meine Bitte, weil wenn Sie hier heute alle sitzen, sind alles Menschen, die in Verantwortung stecken, seien Sie sich dieser Verantwortung bewusst. Kniend im Jammertal wird kein Problem gelöst. Wir schaffen das nur, wenn wir uns unterhaken und wieder ein bisschen mehr auf uns vertrauen. Ihnen ganz herzlichen Dank für den Input heute. Fand ich wirklich toll. Danke. Dankeschön. Am Ende der Veranstaltung wurde deutlich, dass der erste mittelsächsische Wirtschaftstalk ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer noch stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit der Unternehmen in der Region war. Auch morgen werden die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter erneut an den bekannten Stellen präsent sein. Zum Beispiel auf der Bertelsdorfer Straße und auf der Münzer Straße in Freiberg. Beachten Sie, dass da eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 gilt. Auch in Olbernhau im Ortsteil Dörntal auf der Schulstraße sollten Sie Ausschau nach einem dunkelgrauen Caddy am Straßenrand halten. Also vergessen Sie nicht, die Augen offen zu halten und die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten. Dies trägt nicht nur dazu bei, Geld zu sparen, sondern auch die Nerven zu schonen. In den nächsten Tagen soll es voraussichtlich wieder kälter werden. Und ob die eine oder andere Schneeflocke in unserem Sendegebiet vom Himmel fällt, das erfahren wir gleich von Thorsten Lange im Regionalwetterstudio. Aber vorher schauen wir noch in die Polizeiberichte. Brand Erbesdorf, Ortsteil Langenau, Mopedfahrer schwer verletzt. Am Montag früh, bevor ein 17-jähriger Mopedfahrer den Schafweg aus Richtung Bahnhofstraße in Richtung S235. Auf Höhe des Glück kam das Simpson-Moped an einer leichten Verschwenkung nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Bord sowie eine Grünfläche und stürzte. Dabei zog sich der 17-jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Freiberg. Entgegenkommenden nicht beachtet? Im Kreuzungsbereich Käthe-Kulwitz-Straße-Branderstraße kollidierte am Montag früh der 51-jährige Fahrer eines Pkw Skoda beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Simson-Moped. Der 17-jährige Mopedfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro. Wie es sich anfühlt, wenn die Temperaturen mal wieder Richtung Gefrierpunkt wandern, erleben wir am Mittwoch. Willkommen zum Glück auf TV-Wetter, liebe Zuschauer. Die letzten Tage bescherte uns die Wetterlage viel zu mildes Wetter für die Jahreszeit. Dieser Zustand wird nun mal kurzzeitig unterbrochen, bevor es Richtung Wochenende mild weitergeht. Und danach ist die Wetterlage noch offen, ob es zu einer markanten Wetterumstellung kommt oder wir weiter mit dem Mildwetter zu tun haben. Wir beobachten die Lage von Tag zu Tag neu für Sie. Jetzt kommen wir erstmal zum Wetter für die nächsten Stunden. Und da kommt eine Luftmassengrenze auf uns zu, die uns wieder eine spannende Wetterlage beschert, insbesondere bei den Niederschlägen. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet stark bewölkt. Dabei bleibt es noch trocken. Erst zum morgendlichen Berufsverkehr am Mittwoch steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit an.
schauen wir uns die Nachttemperaturen an. Diese liegen im milden Bereich zwischen 7 und 4 Grad. Am Mittwochmorgen sinken diese dann mit der eintretenden Kaltluft. Der Wind pustet uns weiter ordentlich um die Nase. Aus Südwesten weht dieser mittelmäßig bis stark zwischen 25 und 35 Kilometer pro Stunde. In Böen stürmisch zwischen 54 und 70 Kilometer pro Stunde. Passen Sie auf, wenn Sie draußen unterwegs sind. Am Mittwoch starten wir mit einem bedeckten Himmel und Regen in den Tag. Im Tagesverlauf zieht dann aus Norden die Kaltluft in unsere Breiten, drückt gegen die Warmluft aus Süden und beschert uns eine Luftmassengrenze. Diese wird wohl wieder über uns liegen bzw. südlich von uns. Die genaue Lage steht noch nicht ganz fest. Aber die Folge ist der Wandel des Niederschlags in Schneeregen und Schnee bis in den Abend und die Nacht zum Donnerstag. Sonnenaufgang ist morgen um 7.34 Uhr und um 17.08 Uhr geht sie wieder unter. Schauen wir jetzt auf die Tagestemperaturen. Morgens lesen wir Werte zwischen 4 und 7 Grad an den Thermometern ab. Im Tagesverlauf rutschen die dann auf Werte zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Kommen wir zum Wind. Er weht anfangs noch ziemlich heftig aus Südwest, im Mittel frisch zwischen 30 und 35 Kilometer pro Stunde und in Böen stürmisch bis ca. 65 Kilometer pro Stunde. Mit Heranziehen der kalten Luft lässt der Wind nach, dreht allerdings auf Nordwest und weht im Mittel leicht bis schwach zwischen 6 und 15 Kilometer pro Stunde, in Böen schwach bis mäßig zwischen 15 und 30 Kilometer pro Stunde. Und so geht es dann die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das Wetter am Donnerstag und Freitag. Am Donnerstag bleibt der Himmel bedeckt. Aus den dicken Wolken fallen den ganzen Tag auch immer wieder Niederschläge. Anfangs sogar noch in fester Form in den Höhenlagen. Im Tagesverlauf geht der Schnee aber dann in Regen über. Die Tagestemperaturen steigen wieder an. Morgens lesen wir Werte zwischen 4 und 6 Grad an den Thermometern ab. Am Nachmittag dann schon Werte zwischen 7 und örtlich 10 Grad im Maximum. Der Wind legt wieder zu, er dreht auf Südwest, weht im Mittel leicht bis mäßig zwischen 6 und 23 Kilometer pro Stunde und in Böen mäßig bis stark zwischen 20 und 55 Kilometer pro Stunde. Am Freitag setzt sich das Wetter vom Donnerstag überwiegend fort. Die dicken Wolken am Himmel dominieren, es fällt immer wieder Regen. Erst gegen Ende des Tages ziehen die Niederschläge raus und der Himmel lockert dann vielleicht auch mal auf. Die Tagestemperaturen steigen weiter an und liegen morgens zwischen 6 und 8 Grad, am Nachmittag zwischen 8 und 11 Grad. Der Wind hat sich für die südlichen Richtungen entschieden, im Mittel leicht bis schwach zwischen 5 und 18 Kilometer pro Stunde. Und in Böen schwach bis stark zwischen 18 und 45 Kilometer pro Stunde. Am Samstag bleibt es nach aktuellem Stand den ganzen Tag trocken und es gesellen sich wieder längere sonnige Abschnitte dazu bei milden Temperaturen. Mehr dazu dann morgen hier an dieser Stelle, denn ich gebe jetzt wieder zurück zu dir, Kevin. Thorsten, vielen Dank für deine Wetteraussichten. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon mit Megional für den Dienstag. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, können Sie die verpasste Sendung in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-lein.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glück auf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal anschauen. Und für die Zuschauer, die sich unsere Sendungen über YouTube ansehen, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns ein Abo dalassen, um keine Sendung zu verpassen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder pünktlich in unsere Sendung Megional reinschalten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen bis morgen.